Wir sind ein Team! Wir nehmen hier in Warndorf Soldaten auf, die im Einsatz verwundet wurden. Wir nehmen auch teilweise Kameraden auf, die erkrankt bzw. verletzt wurden während der Dienstzeit und betreuen die hier in Warndorf. Dadurch, dass ich 2010 selber einsatzverwundet wurde und eine körperliche Einsatzschädigung habe und tatsächlich auch seit 2011 im Programm gewesen bin, ist es für mich natürlich deutlich einfacher, auch den Zugang zu den betreffenden Soldaten und Soldatinnen dort zu finden. Also wir hatten vorher nur keinen Kontakt zueinander. Wir lernen uns eigentlich meistens immer auf diesen Lehrgängen kennen. Man findet relativ schnell mit den meisten einen Draht zueinander. Das ist halt der Weg, den wir immer haben, wenn wir in Warndorf sind, dann gehen wir immer zu den Pferden und beruhigen uns da ein bisschen. Weil die Pferde halt auch merken, dass wir auch das ein oder andere Problem oder Wehwehchen haben. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, die Therapie mit Pferden zu machen. Und deswegen haben wir so ein bisschen Verbindungen oder Bindungen zu diesen Pferden. Also du gehst hier rein und dann laufen wir hinten wieder raus und dann ist wieder alles gut. Dann kommst du wieder runter. Dieser Stolz auf diese eigene Leistung, diese Entwicklung, die man selbst durchgemacht hat, die Arbeit, die man da reingesteckt hat und da dann den Lohn dafür zu bekommen. Und da sind die Spiele so ein Gesamtpaket, in denen einfach den Angehörigen und den versehrten und erkrankten Kameradinnen und Kameraden einfach alles zurückgegeben werden kann oder zumindest ein Teil zurückgegeben werden kann. Und wenn man dann in die Gesichter guckt, dann ist da dieses Strahlen und diese Freude und der Stolz auf sich selbst. Und das ist eigentlich, sind so ganz viele Puzzlesteine, die diese Spiele deswegen ausmachen. Das sind jetzt die letzten Vorbereitungen, die wir noch treffen. Wir sind kurz davor, dass wir auf dem Bus aufsitzen und an den Flughafen hier nach Münster verlegen. Wir sind alle froh, dass es jetzt endlich losgeht. Die Vorfreude ist riesengroß, die Spannung steigt. Und wir können jetzt gerne mal warten, in den Flieger einzusteigen und endlich nach Sydney zu fliegen. Jetzt ist das erste Mal nach Australien. Mein Traum geht jetzt auch in Erfüllung. Es steht auf meiner Löffelliste. Und ich darf hier mit dieser großen Gruppe hier mitfliegen. Genau, das Wetter passt. Wetter passt. Wir sind hochmotiviert. Das Essen an Bord, genau. Wir fahren jetzt mit dem Bus nach Münster aus Osnabrück, fliegen nach Paris, laden die Franzosen ein, fliegen weiter nach Abu Dhabi und dann sind wir schon ruckzuck in Sydney. Die Australier sind 9 Stunden voraus, sodass wir also in 50 Stunden, wenn es gut läuft, inklusive Zeitverschiebung, das nächste Mal geduscht im Bett liegen. Ja, also ich glaube, dass der Stefan als Team-Captain schon genauso nervös ist wie wir alle hier. Er lässt sich's nur noch nicht so anmerken. Aber spätestens, wenn wir jetzt die 27 Stunden hinter uns haben, wird das alles in Sydney schon werden und wir freuen uns auf die Spiele. Ja, die erste Etappe ist geschafft. Ja. Mal sehen, jetzt kommt die große Etappe, der Flug. Jetzt sind wir eigentlich am Flugfeld, das gesamte Team ist da, jetzt kann es endlich losgehen. Wir sind mit Feuer dabei und ihr habt mitgekriegt, die Motivation ist einfach nur bombastisch. Lasst euch überraschen, es wird richtig geil in Down Under. Wir sind ein Team!
gut, jetzt kommt natürlich, ne? Jetzt fliegt man auf die Spiele, man freut sich halt unheimlich drauf. Mit den Kiddies, das hat ja alles wunderbar geklappt. Das lassen wir uns auf uns zukommen, diesen langen Flug. Ja, es ist natürlich mit der Familie, mit 5 Köpfen dazu verreisen, ein riesen Orgaufwand. Ja, aber es macht halt jetzt gerade mit dem Team einen riesen Spaß. Man ist ja doch irgendwo eine Familie hier. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris, laden da die französischen Kameraden mit ein, machen uns dann weiter auf dem Weg nach Abu Dhabi, da einen kurzen Zwischenstopp, weiter nach Singapur und dann endlich nach Sydney. Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Steffi, Happy Birthday to you. Ja, auch von uns aus dem Cockpit hier, alles, alles Gute, toi, 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 viele Medaillen. Ganz wichtig, keine Verletzungen. Ja, wir sind gerade in Sydney angekommen. Nach 28 Stunden Flug sind wir jetzt dann froh, wenn wir endlich mal in unserem Hotel ankommen und uns einfach ein bisschen akklimatisieren. Ja, und ganz wichtig, das haben wir noch vergessen, die liebe Steffi hat heute Geburtstag. Deswegen auch nochmal alles Gute zum Geburtstag, Steffi. Dann werden wir mal den Staff fragen, wie es ihm geht. Ja, uns geht's gut. Dann gehen wir weiter. Wie ist denn hier die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Jack, du darfst auch was sagen. Ja, und morgen starten dann unsere letzten Trainingseinheiten, bevor die Wettkämpfe losgehen. Uns würde auch freuen, wenn ihr dann morgen wieder einschaltet. Bis dahin, Servus! Servus!